So, herzlich willkommen zum Ausbildertalk und heute sind wir für Sie in der Photo Factory, wo die Ehrung von Schülern stattfindet, nämlich zum Schülerstipendium. Und dieses Schülerstipendium hier in Berlin-Weißensee, das wurde ins Leben gerufen vom Wirtschaftskreis Pankow und einer der Initiatoren, der steht jetzt neben mir, nämlich der Reinhard Gaske und wird uns ganz kurz erzählen, worum es denn da überhaupt geht. Ja, die Wirtschaft als solches sucht bei den Auszubildenden in der Regel das berühmte Wort Ausbildungsreife. Die Meinungen darüber gehen weit auseinander. Letztendlich gibt es ein großes Thema, das sind die sozialen Kompetenzen, die uns nicht nur fehlen bei manchen Schülern oder Ausbildungsbewerbern, sondern was wir vor allen Dingen fördern müssen. Das wird immer unter den Teppich gekehrt. Nur die schulische Leistung ist die eine Geschichte, die wir brauchen. Aber die Kompetenz, die dazugehört, ob das Höflichkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit ist und die Dinge, die noch dazugehören, die sind uns eben sehr wichtig als Unternehmer und als Ausbildungsbetriebe. Und deswegen kamen wir auf Anregung von Frau Pech auf die Idee, genau für diesen Bereich ein Stipendium auszuloben und nicht für schulische Leistung. So, der Wirtschaftskreis Pankow, das ist ein Unternehmerkreis hier in Pankow, der eben, wie gerade gehört, auch solche Projekte ins Leben gerufen hat. Können Sie kurz sagen, wie das Schülerstipendium abläuft, wie das Projekt, der Tag, an dem ich heute dabei sein durfte, abgelaufen ist, so was wir von den Schülern dort erwartet haben, was wir abgefragt haben? Also dieser Auswahltag, wie wir ihn nennen, wie er heute Vormittag abgelaufen ist an der Heinz-Brandt-Schule hier in Weißensee, ist ein Highlight dieser Strecke. An Beginn tut das schon 14 Tage nach Schuljahresbeginn, weil in der Zeit bis zum heutigen Tag sozusagen bewerten sich die Schüler nach festgelegten sozialen Kompetenzen in der Klasse, innerhalb der Klasse selbst. Es ist ein Punktesystem, was dabei entstanden ist über die Jahre. Und die Lehrer sind nur zur Beaufsichtigung da und können diesen Bereich nicht weiter beeinflussen. Das müssen die Schüler alleine machen. Daraus ergibt sich ein Kreis von 2 Schülern pro Klasse, die die meisten Punkte haben. Das ist wieder Mathematik, verhältnismäßig einfach. Und die sind zu diesem Auswahltag gekommen. Das waren heute 32 Schüler. Es gibt 16 Klassen an dieser Schule. Und diese 32 Schüler haben sich heute uns als Unternehmern gestellt mit unseren Fragen, mit unseren Aufgaben und mit unseren Ideen. 32 Schüler, von denen jetzt heute Abend 12 geehrt werden. Das heißt, es gibt eine finanzielle Unterstützung für diese 12 geehrten Schüler dann heute Abend. Stipendien, die wir ausloben, das ist das Geld, was wir unter den Unternehmern in Pankow, also unter Firmen, einwerben. Das gesamte Projekt wird finanziert von den Unternehmern, nicht nur einfach vom Wirtschaftskreis, sondern wir sprechen die Sponsoren an, wir sprechen die Juroren an, damit sie uns helfen dabei. Und wir haben wieder dieses Jahr auch wieder 12 Stipendiaten finanziert bekommen, sagen wir das mal so. Jetzt geht das Projekt ja schon in die 7. Runde. Frau Pech, Sie sind Schulleiterin der Heinz-Brandt-Schule hier in Weißensee. Spornt das die Schüler an, jedes Jahr auch da mit in die Auswahl zu kommen und zu gewinnen? Hat sich das schon rumgesprochen? Ist das Projekt, hat sich das etabliert inzwischen? Ja klar, seit 7 Jahren machen wir das und natürlich hat es sich etabliert, aber wir kriegen ja jedes Jahr einen neuen Schwung an Schülerinnen und Schülern, also 7. Klasse. Die wissen davon natürlich noch nichts. Wir legen aber Wert darauf, dass wir mischen, also es nehmen Schüler aus der 7., 8., 9. und 10. Klasse teil. Aber die Großen erklären dann den Kleinen schon ganz gut, was auf sie zukommen wird. Wichtig ist nochmal zu erwähnen, dass es wirklich nicht um die schulischen Leistungen geht, sondern um die sozialen Kompetenzen. Und deswegen ist das ein ganz tolles Projekt und ich glaube auch ziemlich einzigartig über den über 700 Schulen, die wir in Berlin haben. Also eine ganz tolle Sache und wir sind gespannt, jetzt die nächsten oder die ersten Schüler sozusagen dazu zu befragen. Dankeschön. So, ich habe jetzt hier die nächsten 3 Schüler bei mir heute. War das für euch einfach, sich den Aufgaben, die wir gestellt haben, euch zu stellen? Also ich fand sie relativ einfach, da unsere Schwächen halt nicht getestet wurden direkt. Also keine schulischen Sachen, eher so halt soziale Sachen. Wegen diesem selbstsicheren Auftreten heute, ich glaube, das liegt einfach daran, dass das was ganz anderes ist. In der Schule kommt nur Leistung, Leistung, Leistung. Und hier ist es eher, es ist lockerer, aber es ist auch total ungewohnt eigentlich, weil man wird immer nur darauf fixiert, so ja, ihr müsst gut in dem sein, die Noten zählen und sowas. Und dann, wenn es plötzlich so auf soziale Leistungen ankommt, dann ist es so, oh Gott, mache ich jetzt was falsch? Ist das richtig oder das? Deswegen ist das manchmal so ein bisschen überfordernd am Anfang.
Ich habe jetzt bei mir Herrn Mintrup, Bundestagsabgeordneter der SPD, stehen. Er ist Schirmherr dieses Projektes, dieses wunderbaren Projektes heute. Das nicht zum ersten Mal, sondern zum dritten Mal. Und die Frage an Sie, Herr Mintrup, ist jetzt: Wir begleiten dieses Projekt, ich heute in der Jury, Sie als Schirmherr ja jetzt auch in einer Phase von jungen Menschen, die sich orientieren, die ihren Weg finden. Wie war denn das bei Ihnen damals? Wussten Sie schon immer, dass Sie in die Politik gehen? War das von Anfang an klar? Nein, das war überhaupt nicht klar. Ich war zwar mit 16 mal Schülersprecher, vorher war ich Klassensprecher und da war vielleicht irgendwie das bisschen schon vorgezeichnet, aber ich bin ja seit 4 Jahren jetzt Berufspolitiker. Ich habe ja vorher mein Geld in meiner Privatwirtschaft verdient, also insofern war das nicht klar und es war eigentlich auch am Ende dann nochmal für mich auch nicht sicher, dass ich es mache. Ich habe dabei viel Glück gehabt. Ich genieße das jetzt die Zeit. Ich versuche da auch viel zurückzugeben, was die Gesellschaft mir gegeben hat. Ich konnte studieren dank BAföG, hatte viel staatliche Unterstützung, da hätte ich es nicht hingekriegt. Und ja, aber geplant war das nicht. Sie sind im Wirtschaftskreis Pankow regelmäßig. Sie unterstützen dieses Projekt hier, das, glaube ich, in Berlin so relativ einmalig ist. Ja. Wünschen Sie sich, dass es das in Berlin an den anderen 700 Schulen oder mindestens einigen Schulen mehr auch gäbe in dieser Form, wie es heute ist? Ja, das Tolle an dem Projekt ist ja, dass eine Schule, die heute neudeutsch, sagen wir wahrscheinlich, die Potenziale der Schülerinnen und Schüler, also die Heinz-Brandt-Schule, optimal fördert. Und wir haben Wirtschaftsbetriebe, die sagen, wir brauchen diese jungen Menschen. Und man lernt sich kennen, welcher junge Schüler, welche Schülerin weiß denn ansonsten, was in einem Unternehmen passiert. Und welcher Unternehmer weiß, wie die Schülerinnen und Schüler denken. Und hier nochmal das Besondere, welche Lehrerinnen und Lehrer gehen denn nochmal in die Betriebe. Also diese Verknüpfung zwischen dem deutschen Mittelstand oder dem Berliner Mittelstand hier und der Schule, das ist das Besondere an dem Projekt. Und ich glaube, dass das hilft. Das hilft auch einfach, Barrieren abzubauen und eben zu erkennen, welche Chancen es gibt. Und wenn man sich anschaut, dass die Berufswahl auch sehr eingeschränkt ist, also dass viele dann sich also vorstellen, sie wollen zum Beispiel Friseure werden, weil den Beruf kennen sie, aber eigentlich können sie was ganz anderes. Es ist auch wichtig, dass man auch die Vielfalt der Unternehmen kennenlernt und Dialog hilft einfach und das hilft auch, Vorurteile abzubauen. Das ist das Tolle an dem Projekt. Menschen im Wandel, Unternehmen im Wandel, aber auch der Demografiewandel ist so ein bisschen ein Wortspiel. Sie haben jetzt den Einblick aus der Politik, aber auch in die Wirtschaft rein. Was erwarten Sie, was glauben Sie, wie wird sich die Wirtschaft, wie wird sich vor allem für die jungen Menschen, die jetzt kurz davor stehen, die wir heute jetzt auch geehrt haben, wie müssen die sich auf die Zukunft vorbereiten? Was wird sich bei uns in Deutschland im Wirtschaftsstandort ändern? Also ich glaube, das merkt man ja auch, dass tatsächlich die duale Berufsausbildung eine große Zukunft hat, dass Facharbeiterinnen und Facharbeiter eine große Zukunft haben und dass es nicht nur darauf ankommt, zu studieren und dass die studentische Qualifikation nicht alles ist, sondern es vor allen Dingen auf die Praxis ankommt. Da gibt es eine ganz breite sozusagen Möglichkeit. Und da ist natürlich wichtig, dass man vor allen Dingen in Firmen kommt, die auch innovativ sind, die sich weiterentwickeln wollen, wo dann die sozusagen Inhaberinnen und Inhaber auch hinter den Firmen stehen und auch langfristig denken. Und das ist vor allen Dingen bei diesen Familienunternehmen der Fall, wo man dann im Grunde genommen guckt, ist denn mein Erbe oder die Erbin oder vielleicht auch sogar, ich sag mal, ein Kollektiv der Mitarbeiter in der Lage, das weiterzuführen und nicht nur an den nächsten Jahresabschluss. Und das ist das Besondere. Und mit dieser, die sozusagen diese menschliche Qualifikation bei den Schülerinnen und Schülern, das Engagement der Schülerinnen und Schüler und sozusagen die Erkenntnis der Unternehmer, dass sie die brauchen, beides passt doch im Grunde genommen gerade zusammen. Und das zeigt doch, dass wir irgendwie eine gute Zukunft haben und dass wir die gemeinsam gestalten können. Das ist etwas, was ich hier mitnehme. Und die Schule zeigt das ja auch. Die machen ja dann auch noch besondere Projekttage mit den Schülerinnen und Schülern, um immer zu gucken, Mut zu machen, die Schülerinnen nicht klein zu machen, groß zu machen, dass sie sich was trauen. Und wenn sie sich was trauen, dann sind sie in der Schule erfolgreich, dann sind sie aber auch später im Unternehmen erfolgreich, weil werden auch ein paar gute Unternehmer. Und es müssen nicht alle Rechtsanwälte werden, weil das ist nicht unbedingt der Sinn des Lebens. Und ich denke, was wir heute gesehen haben, das flankiert nochmal diese Botschaft, das setzt nochmal Zeichen. Herr Mintrup, ich danke Ihnen für Ihre Antworten, Ihre Einschätzung. Dankeschön. So, und ich habe jetzt den nächsten Schüler bei mir. Pascal ist ehemaliger Schüler und du bist noch Schülerin. Was fandest du denn am schwierigsten am heutigen Tag? Wir mussten eine Aufgabe machen, da sollten wir darüber im Team reden, was wir uns unter Wirtschaftsunterricht vorstellen und wie er besser gestaltet werden kann. Und unsere Gruppe hatte Schwierigkeiten damit, weil wir alle nicht genau wussten, was das bedeutet. Und wir haben uns dann da durchgewurschtelt und ich denke, das Ergebnis war trotzdem gut. Wir hatten 2 Teamaufgaben und 2 Einzelaufgaben. In den Einzelaufgaben ging es hauptsächlich darum, was wir gerne
wie wir sind und wie wir uns verhalten unter anderen Menschen. Und in den Teamaufgaben ging es halt darum, wie man zusammen Sachen organisieren kann und vor allen Dingen, wie man auch im Team miteinander umgeht. Okay. So, Pascal, du hast eine Ausbildungsstelle bekommen und ich fand deinen Vortrag vorher richtig cool. Das war richtig inspirierend, auch für die Leute, die noch davor sind. Nämlich, du hast gesagt, dass dieser Tag heute dir weitergeholfen hat, nämlich in deiner Bewerbung. Du hast also in deine Bewerbung reingeschrieben, dass du an so einem Schülerauswahl teilgenommen hast, dass du ein Stipendium gewonnen hast und das hat dann im Bewerbungsgespräch richtig gepunktet. War das richtig so? Ja, also ich habe auch von meinem Vorgesetzten eine Tatsache erfahren, dass soziales Engagement Tatsache heute sehr gerne gesehen wird und man sollte es auch auf jeden Fall im jungen Alter, da kann man so richtig punkten beim Bewerbungsgespräch, weil es im jungen Alter fast nie vermutet wird, dass sich Leute total sozial engagieren. Man vermutet es immer so, vielleicht wenn man im Studium ist oder so oder älter, aber nie Tatsache mit 14, 15, 16. Da denkt man das Tatsache gar nicht. Und deswegen kann ich so sagen, ich denke jetzt daran zurück, wo ich dieses Stipendium bekommen habe und kann sagen, das hat mir Tatsache geholfen für meine Ausbildung.